Ein bereits etwas komplexeres Beispiel zur Schwerpunktsberechnung ist die Aufgabe 37. Es soll nämlich die Lage des Schwerpunkts der gegebenen Kardioide bestimmt werden. Für Kardioiden gilt dabei der Zusammenhang für den Radius, welcher hier gegeben ist. Wir möchten ja gerne den Schwerpunkt hier, diesen Abstand da ausrechnen, und nachdem es eine Fläche ist, brauchen wir wieder den Flächenschwerpunkt. Und für den Flächenschwerpunkt, wissen wir jetzt schon, brauchen wir das Flächenelement. Schreib es daher. Der Flächenschwerpunkt bedeutet, dass man das differenzielle Flächenelement hinschreiben sollte. Oder, das sage ich jetzt vielleicht auch gleich dazu, woran sich ja natürlich niemand hindert, ist, das zweidimensional integrieren. Das geht natürlich genauso. Ja, ich schreibe Ihnen das Flächenelement einfach einmal her. Das Differenzielle schreibe ich einmal so, weil dann können wir über einen Winkel integrieren. Also ein halb r Quadrat Winkel natürlich, ja. Und die Sache ist die, ich wende die Symmetrie einfach an. Sie brauchen ja nicht von Winkel 0 bis 360 Grad oder bis 2π integrieren, Sie können ja nur bis π integrieren und das dann doppelt nehmen, weil es ist ja oben und unten das Gleiche. Das dürfen wir machen, sonst stimmt es natürlich schon, dass man es zweimal nimmt. Ja. Genau, das ist der differenzielle Kreissektor. Ich schreibe da herüben her, vergleiche Kreissektor selbst. Wie schaut der aus? Naja, genauso, nur nicht differenziell natürlich. Ein halb r Quadrat Theta. Theta ist dieser Öffnungswinkel da für den Kreissektor. Und jetzt kann man natürlich überprüfen, ob da tatsächlich der Vollkreis rauskommt, nämlich r Quadrat b, die Fläche für den Vollkreis. Ja. Wir verwenden nur die halbe Fläche aber. Also wir schauen nur den oberen Teil an und integrieren bis pi und dann nehmen wir das Integral einfach doppelt. So, naja, wie schaut das jetzt aus? Jetzt wissen wir schon, wie man den Schwerpunkt ausrechnet. Wir brauchen das Integral über die Fläche. Und das Integral über die Fläche ist dann ein Integral über den Winkel, wenn wir da oben den differenziellen Kreissektor einsetzen. Also ein Integral von 0 bis pi, zweimal, sonst machen wir es halt bis 2π, dann nicht zweimal. Aber wenn man es so macht, kürzt sich der Zweier sofort mit dem 1/2 weg und man schleppt nicht den Faktor mit. A Quadrat, das ist oben gegeben, das ist hier einfach das R eingesetzt, schreibe Ihnen dann noch her, 1 minus Cosinus Theta und das zum Quadrat über Theta integriert. Also das hier ist R Quadrat, einfach von oben diese Funktion eingesetzt, so dass man die Theta-Abhängigkeit drinnen hat, muss man ja. Wenn man nur R integriert und so tun würde, als wäre R konstant über Theta, macht man ja einen Fehler, weil das ist ja nicht konstant, sieht man ja. So, dann kürzt sich da der Zweier weg. Und was wir kriegen ist 0 bis Pi, A Quadrat, und dann machen wir den, quadrieren wir das Polynom 1 minus Cosinus Theta aus. Dann haben wir 1, den Mischterm, minus 2 Cosinus Theta und Cosinus Quadrat Theta, d Theta. Das sind die einzelnen Integrale, die man lösen muss. Da sind das erste und das zweite natürlich einfach zu lösen. Die Frage ist, was ist mit dem dritten? A Quadrat Theta, A Quadrat d Theta, Entschuldigung, nicht integrieren. 2 mal Integral Cosinus Theta, d Theta, das gibt halt einfach den Sinus Theta. Und das Spannende ist das letzte da hinten, Cosinus Quadrat Theta, d Theta. Das schauen wir uns an. Was ist Cosinus Quadrat x dx? Ich mache es zwischen a und b, dann brauchen wir keine Konstante. Naja, was kann man denn machen? Man kann auf jeden Fall das Cosinus Quadrat durch ein Produkt ersetzen, oder? Cosinus x mal Cosinus x kann man auf jeden Fall herschreiben. Da hat man ja noch nichts verändert. Und jetzt, was fange ich mit dem an? Jetzt können wir partiell integrieren. Man sucht sich eines aus. Partielle Integration, wissen Sie, das
gibt es ein f und ein g'. Und das wird zu f mal g in den Grenzen minus f'g Integral drüber. Integral fg' dx zwischen a und b ist f mal g zwischen den Grenzen a und b minus Integral f'g dx. Das ist die partielle Integration. Und für diesen Fall ist f Cosinus x, g wissen wir nicht, g' ist ebenfalls Cosinus x. Das heißt, was ist f', die Ableitung von Cosinus x, ist minus Sinus x. Und das Integral von Cosinus x ist Sinus x. Und das setzen wir ein. Dann liefert das ein f mal g, das ist Cosinus x mal Sinus x zwischen a und b, minus Integral a bis b. Und was haben wir da drinnen? Das f' ist minus Sinus x mal Sinus x dx. Das heißt, das Minus killt sich einmal weg und der Sinus Quadrat ist natürlich 1 minus Cosinus Quadrat x über den Zusammenhang Sinus Quadrat, Cosinus Quadrat ist 1. Das heißt, das muss ich ein bisschen abkürzen, wir kriegen Cosinus x Sinus x zwischen a und b plus Integral a bis b 1 minus Cosinus Quadrat x dx ist also Cosinus x Sinus x zwischen a und b plus Integral a bis b dx minus Integral a bis b Cosinus Quadrat x dx. So. Und jetzt kommt der Trick, den man wissen muss, nämlich, dass man diesen Term hier nimmt. Wir haben ja nach wie vor eine Gleichung vor uns und da oben auf die andere Seite bringt. Es steht ja hier, Cosinus Quadrat x Integral ist gleich das, was da unten steht. Das heißt, es hindert mich ja niemand daran, das umzuformen und den Term darüber zu bringen zum Cosinus Quadrat x. Dann hat man nämlich hier zweimal Integral a bis b Cosinus Quadrat x dx ist Cosinus x Sinus x zwischen a und b plus Integral ab dx. Da kann man natürlich auch, hätte man auch gleich ausintegrieren können, also x zwischen a und b halt, steht da hinten, und dann bringen sie den Zweier wieder rüber, dann haben sie ein halb, und dann wird das Integral a bis b Cosinus Quadrat x dx ein halb x plus Cosinus x Sinus x zwischen a und b. So. Das ist der einzige Schmäh dran. Einmal partiell integrieren, dann umformen. Nicht weiter integrieren, weil dann wird es immer schlimmer. Weil Sie sehen ja, man gewinnt ja nichts. Man kriegt ja, also jetzt rein längentechnisch gewinnt man ja nichts. Man kriegt immer mehr Terme dazu, je öfter man das Cosinus Quadrat da rechts wieder integriert. Der Trick ist einfach, dass Sie es umformen. Ja? Das war die Nebenrechnung und dann geht es weiter da oben. Dann ist diese Form da oben, nämlich die Fläche dA, liefert als Integral über a, a Quadrat Pi vom ersten Integral, haben Sie a Quadrat Theta zwischen 0 und Pi, plus Pi halbe a Quadrat. Hier kriegt man ja Sinus Theta, d Theta. Sinus ist bei 0, 0 und bei Pi 0, also der Beitrag liefert dann in diesen Grenzen gar nichts, sondern das kommt schon aus dem Cosinus Quadrat Integral, das ist der erste Term da, dieser. Pi halbe a Quadrat zwischen 0 und Pi und der letzte Term
liefert wiederum immer 0, weil der Sinus von x wiederum zwischen a und b, also bei a gleich 0, 0 ist und bei b gleich pi 0 ist. Also bleiben nur die beiden über. Und man hat die Fläche von 3 halbe pi a Quadrat für die Kardioide. Schaut ja sehr schön aus, oder? Und das andere ist das Integral r tilde dA für diesen Abstand da oben. Für den, das r quer ist der gesamte, das r tilde ist das für alle diese Schwerpunktsabstände, die man halt in der Fläche finden kann. Und das muss man noch einmal integrieren, indem man wieder r tilde einsetzt von der Formel oben, von dem Zusammenhang r mit 1 minus Cosinus Theta und so weiter. Und das dA von vorher, also man kriegt ein Integral 2 mal 0 bis pi 2 Drittel r Cosinus Theta, das ist das r tilde von Theta. Und mal dA, das dA war ein halb a Quadrat, 1 minus Cosinus Quadrat. Also Cosinus Theta zum Quadrat, d Theta. So, das ist das dA. Das haben wir oben eh schon alles gebraucht. Nur noch einmal recyceln und einsetzen. Und das Integral wird natürlich ein anderes. Für den Cosinus Theta müssen Sie einsetzen, muss man schauen, mit dem r gemeinsam. Da kriegen Sie wieder Cosinus Quadrat Theta, das ist wieder das gleiche wie vorhin und der Mischterm ist auch wieder gleich. Ein Cosinus der dritten kommt vor, sehen Sie. Da muss man halt ein bisschen schauen, was man tut. Das kann ich Ihnen jetzt nicht alles vorrechnen. Im Endeffekt kann man es schon lösen und kriegt da auch was raus. Und zwar jetzt für das gegebene Koordinatensystem, also von dem kriegt man Minus, weil das x nach rechts gezeigt hat in unserer Konvention, minus 3,93a der dritten. Und für das r haben wir dann wieder den Bruch minus 9,3a der dritten durch das dA, das war 3pi halbe a Quadrat. Also minus 0,83a. Raus. Und zwar deswegen, wie gesagt, Minus, weil in dem Koordinatensystem halt das x nach rechts zeigt. So haben wir die Elemente angesetzt und so dreht der Winkel richtig herum und so.